Willkommen zurück im Knospenkinderkanal. Mein Name ist Carolina und heute möchte ich dir drei Tipps mitgeben für ein freies und erfülltes Leben, die ich selbst in den letzten Jahren erfahren durfte und die mir total viel geholfen haben. Und deswegen möchte ich dir einfach erstmal, ja, vielleicht mitgeben, okay, was bedeutet denn überhaupt frei und erfüllt zu sein? Also was verstehe ich darunter? Und dann praktisch, das ist der zweite Punkt, wie ich ein freies und erfülltes Leben im Außen gesucht habe. Und dann gebe ich dir praktisch einfach drei konkrete Tipps für einfach ein freies und erfülltes Leben zu führen. Also wie kann man es eigentlich konkret direkt umsetzen, um dich dann einfach auch dabei zu unterstützen, es auch so zu leben. Und am Ende sage ich einfach nochmal ganz kurz so, warum das für mich so augenöffnend war und ja, letztendlich, was es mit mir gemacht hat und dass ich letztendlich ein ganz anderer Mensch dadurch geworden bin. Also erstmal zum ersten Punkt, also was bedeutet überhaupt Freiheit, frei zu sein? Also für mich ist Freiheit und frei sein ein Bewusstseinszustand. Das ist praktisch, man fühlt sich frei in sich und vollständig. Das heißt, ich suche die Dinge nicht mehr im Außen, weil ich es mir eben selbst nicht geben kann, sondern egal von die Situation draußen ist unabhängig von mir drin, von meinem Zustand, von meinem inneren Zustand. Und der Ivanov, Omran Mikhail Ivanov hat das ganz schön formuliert, einfach, dass er gemeint hat, dass das nicht bedeutet, dass man keine Verpflichtungen mehr eingeht oder dass man sich für irgendwas drückt oder dass man irgendwelche, ja, Verbindungen abbricht letztendlich, sondern dass man eben die Verantwortung dennoch weiterträgt, die man in seinem Leben eben hat. Und trotzdem kann man sich innerlich frei fühlen. Das ist praktisch, Freiheit ist praktisch nicht das Gleiche wie Unabhängigkeit. Weil wenn man sich innerlich frei fühlt, dann trägt man dennoch auch sehr viel Verantwortung. Und der beste Weg in die Freiheit, wie ich immer wieder spüre, ist die Liebe. Ganz einfach. Und was bedeutet für mich persönlich erfüllt sein? Also das hört man ja auch vielleicht schon in dem Wort. Ja, ich meine, man sieht es um mich herum, Fülle. Ja, die Natur ist Fülle. Wir sind Fülle. Diese Fülle in uns zu spüren praktisch. Das Mangeldenken zu verlassen und wirklich in uns diese unendliche Quelle der Natur, diese unendliche Schöpfungskraft, diese Fülle in sich zu spüren, das ist für mich erfüllt sein. Und das ist ein ganz großes Gefühl der Freude und der Hingabe letztendlich an das Leben, das sich dann, ja, das sich dann einfach zeigt. Und das ist so wunderschön, dass ich glaube, wenn Menschen praktisch, ja, letztendlich frei sind, sind sie letztendlich auch erfüllt. Das gehört auch wahrscheinlich irgendwie so zusammen. Und bei uns war das eben früher so, also jetzt komme ich eben zum zweiten Punkt, wie wir das im Außen gesucht haben. Und natürlich rutscht man da auch immer wieder rein, dass man praktisch, also man sucht, wir haben immer gesagt, boah, wir wollen ein freies und erfülltes Leben leben. Dazu brauchen wir Punkt, Punkt, Punkt. Also Tiny House, Bauernhof, großes Stück Land. Das kann natürlich im Außen alles dazu führen, als Sprungbrett dazu dienen, dass man zu sich selbst zurückkommt. Aber wir haben praktisch ganz viele Stationen in Gemeinschaften gelebt. Wir haben praktisch ganz viele Stationen in unserem Leben gehabt, um ein freies und selbstbestimmtes Leben und erfülltes Leben zu führen und ein einfaches Leben. Natürlich war das jetzt für uns cool, weil dadurch sind wir darauf gekommen, okay, das Außen hat uns immer wieder gezeigt, okay, muss in dir gucken letztendlich. Man kann es aber auch anders machen und praktisch sagen, okay, ich mach mich in mir frei und dann kommt das Außen, manifestiert sich dann praktisch so auch automatisch letztendlich. Ja, wir hatten einfach immer diese Vision, okay, wir wollen irgendwie was Größerem dienen und in die Welt bringen. Und dadurch, dass wir eben praktisch jetzt zum Beispiel auf diesem Grundstück hier sind, was wunderbar ist, habe ich jetzt auch erstmal so, letztendlich hat das Grundstück mich zu mir selbst gebracht. Die Natur hat mich an mich selbst erinnert, mich an die innere Freiheit, an diese Fülle, die auch in jedem einzelnen Menschen ist. Und wenn man diese Fülle in sich fühlen kann, dann kann man dieses Paradies hier auf der Erde einfach nochmal viel mehr genießen und viel mehr sehen. Und das ist so schön. Genau, jetzt möchte ich dir drei konkrete Tipps geben, wie auch du diese Freiheit und diese Erfüllung in dein Leben ziehen kannst oder wie du damit umgehen kannst oder das Spüren, zu lernen, einfach zu spüren, weil du hast es ja schon längst in dir.
Oft ist so, also wir haben uns immer gefragt, boah, was wollen wir in unserem Leben? Irgendwie, wir wussten, okay, wir wollen frei und erfüllt und einfach leben. Wir wollen natürlich, wir wollen nicht im System bleiben. Ja, das war für uns ganz klar. Wir wollen was Neues erschaffen. Und dennoch ist man immer selbst erstmal, man muss erstmal, sag ich mal, immer selbst diese innere Klarheit haben. Aber es bringt nichts, sich gleich am Anfang zu fragen, boah, was will ich überhaupt? Weil oft kriegt man dadurch keine Antwort. Also die meisten Menschen bekommen darauf keine Antwort und das endet dann immer nur in einer Spirale, oh Gott, was will ich? Ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nur, was ich nicht will, so ungefähr. Und das ist eben so, weil wir eben so sehr anfangs mit diesen Glaubenssätzen, Mustern, Ängsten von der Gesellschaft, sage ich mal, überlagert oder identifiziert sind und gar nicht wissen, was wir vom Herzen wirklich her wollen und wo unser Weg wirklich lang ist, weil, sage ich mal, das Herz so eine, ich sag manchmal, so eine Überlagerung gebildet hat, da so eine Schutzmauer, um sich vor letztendlich Schmerz und Leid zu schützen. Deswegen kann man sich einfach erstmal stattdessen fragen, also praktisch, welche Gedanken nimmst du in welcher Situation wahr? Also einfach praktisch mal wirklich in die Selbstreflexion zu gehen. Was geht dir in welcher Situation im Kopf rum? Also vor allen Dingen auch jetzt im destruktiven Sinne, in was für Situationen wirst du total angetriggert und was geht dir im Kopf an? Weil das sind dann meistens erstmal die Dinge, die man in sich auflösen darf, wo man erstmal gucken kann, okay, wo ist da eigentlich eine Angst bei mir? Wo bin ich überlagert von Angst? Und mache ich vielleicht eine Sache nur aus Angst oder eine Sache, weil ich denke, ich sollte sie machen, weil das irgendwie doch noch eine gesellschaftliche Prägung von mir ist? Und dann kann man sich eben als nächstes fragen, okay, und woher kommt dieser Gedanke? Also, wer hat den mir erzählt? Habe ich mir den selber erzählt? Von wem habe ich den gelernt? Wo habe ich den denn das erste Mal gehört? Und ob der sich einfach mal fragen, ob dieser Gedanke überhaupt wahr ist. Und dann eben sich ehrlich zu fragen, möchte ich so einen Gedanke denken? Möchte ich diesen Gedanken denken? Dient der mir? Und sobald man eben da ein bisschen mit rumspielt und identifiziert, was für ein Chaos und was für Gedanken von ganz vielen Ängsten letztendlich in unserem Kopf kreisen, merkt man eigentlich, oh, die kann ich eigentlich alle ziehen lassen. Die sind alle nicht von mir, die sind alle nicht von der Quelle. Die sind, kann ich einfach, ich sage jetzt mal einfach, die sind manchmal ganz schön tief, ja. Aber dennoch ist praktisch das Bewusstwerden immer der erste Schritt, dass man sich dessen bewusst wird, wow, eigentlich ist das gar nicht mein Gedanke. Wenn dann das nächste Mal kommt, dann kann man sagen, aha, so einfach mal akzeptieren. Spannend, dass du jetzt da bist. Okay, also nicht irgendwie sagen, boah, ich will dich nicht mehr, sondern einfach mal akzeptieren und bewusst sein, aha, da bist du wieder. Aber praktisch dadurch, dass man ja schon wieder Abstand nimmt, kann man sehen, okay, das ist eigentlich nicht ein Gedanke, der letztendlich zu mir gehört. Und dann irgendwann fängt es an, das war sowas eben bei mir, dass man dann auf diese Ebene geht, wo man praktisch wirklich sehr Beobachter von seinen Gedanken ist und von sich selbst und dann wirklich die Stimme des Herzens hört. Also man hört einfach die wahre Stimme des Herzens, weil letztendlich ist es ja die Liebe, ja, das ist die Liebe und in der Liebe löst sich alles auf und die Stimme, die bringt einen dann schon dahin, was man sich für dieses Leben, sag ich mal, ausgewählt hat. Die zeigt einem schon den Weg und das ist praktisch dann, wo man dann auch wirklich dann vertrauen darf und auch einfach mal loslassen darf, also annehmen darf, dass man das jetzt spürt und annehmen darf, dass man jetzt, sag ich mal, geführt wird und dann darf man auch vertrauen. Natürlich kommen dann auch wieder Stimmen im Kopf, die dann Angst und was da weiß ich sagen. Also mein bestes Beispiel ist immer zum Beispiel, als wir hier im Kräuterhäusl angekommen sind, haben wir ein Kräuter, haben wir ein Kräuterfeld angelegt, ja, und das war aber, also ich liebe Kräuter und ich liebe die Natur und alles. Dennoch war die Motivation damals aus Angst letztendlich, habe ich identifiziert. Denn ich dachte, okay, wir haben ein Kräuterhäusle, wir müssen Geld verdienen, wir müssen gesellschaftlich anerkannt werden. Ich mache eh schon komische Sachen gesellschaftlich. Ich muss meiner Familie beweisen, dass ich es auch so hinkriege. Und sage ich mal, ich muss die Starke sein, ich muss trotzdem Leistung erbringen letztendlich. Also habe ich diese Entscheidung, ein Kräuterfeld zu gestalten, sehr leistungsorientiert getroffen und habe dann aber auch gemerkt, das kommt gar nicht aus meinem Herzen, das ist vielleicht einfach in diesem Moment gar nicht dran und es war auch gar nicht dran. Und das ist dann einfach immer spannend, dann zu merken, okay, wo hat man in der Vergangenheit einfach Entscheidungen aus Angst getroffen und wo waren es Entscheidungen wirklich aus purer Liebe? Und das ist einfach, schön zu, einfach
einfach schön, sich da jeden Tag neu zu beobachten und auch immer einfach dran zu bleiben, weil es ist ein Weg, das ist, passiert nicht von heute auf morgen und da bin ich, sind wir alle einfach auf dem Weg und dennoch wollte ich es einfach mit dir mal teilen. Genau, und dann einfach noch der dritte Punkt, was sie auch letztendlich schon gesagt hat, ist, dass man einfach nicht im Außen nach einem freien und erfüllten Leben suchen kann, weil erst wenn man sich nach innen wendet, dann kann man sich frei und erfüllt fühlen. Und dann sieht man auch die Dinge, dann sieht man auch in den Dingen, die außen sind, die ganze Schönheit. Aber erst weil man in sich die Schönheit erkannt hat. Und eben die Natur hat mir geholfen oder auch die Bäume ja in diesem einfach, ja, letztendlich immer wieder zur Mitte zurückzukehren, zu meinem Zentrum und dadurch praktisch die Welt, dadurch habe ich meine Welt, lerne ich meine Welt jeden Tag kennen und sehe auch darin die Schönheit und diese Vielschichtigkeit des Lebens und kann dadurch auch die Vielschichtigkeit des Lebens im Außen sehen, weil es ja alles letztendlich auch nur ein Spiegel. Und ja, deswegen möchte ich da auch einfach gerne so in diesem Weg, diese innere Freiheit und diese innere Erfüllung, ich wünsche mir so sehr, dass das alle Menschen spüren können und würde da einfach auch gern alle Menschen unterstützen, die da irgendwie voll auch auf diesen Weg sich begeben wollen, weil das ist letztendlich, was uns Menschen hier auf der Erde als Schöpferwesen und als, ja, letztendlich auch göttliche Wesen ausmacht, diese Schönheit in sich selbst zu erkennen und von innen heraus sein Strahlen in die Welt zu bringen. Und wenn ich mich hier so umschaue, ganz ehrlich, das ist doch ein Paradies. Also ich finde es sehr schön. Genau, also das waren jetzt so die drei Tipps aus dem abendlichen Kräutergarten. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.